dem Campingplatz Lee Valley angekommen. Perry parkt gerade auf unserer Position ein. Ja, ist großzügig, also viel Platz zwischen den Vans, wie ihr seht. Und man kann sich eben aussuchen, ob man einen Rasenplatz möchte oder einen betonierten Platz. Wir haben uns natürlich für den betonierten entschieden. Ja, da ist Günni, jetzt steht er. Ihr Lieben, ihr hört diesmal mich. Von Perry habt ihr ja schon gehört gerade, dass wir jetzt kurz vor der Abfahrt sind. Es wird nochmal Wasser aufgefüllt. Wie ihr sehen könnt, ein bisschen umständlich. So macht man das eigentlich nicht, außer man hat nichts anderes zur Verfügung, aber sicher nicht auf dem Campingplatz. Aber der Schlauch und das, was hier so, ja, was wir vorgefunden haben, ist wirklich ziemlich ekelig. Das liegt hier im Dreck. Und ganz ehrlich, das wollen wir nicht in unseren Günni stecken. Dann macht Perry das lieber so, läuft ein paar Mal und füllt Wasserflaschen auf. Ja, grundsätzlich mal ein Fazit zum Campingplatz. Es gibt ein paar Sachen, die wirklich sehr, sehr gut sind. Ich führe euch mal ein bisschen rum. Also sehr gut ist zum Beispiel das Platzverhältnis zwischen den Wohnmobilen. Ihr könnt das hier sehen, es ist wirklich sehr, sehr viel Platz und ihr könnt euch bei der Buchung entscheiden, ob ihr einen Grasplatz wollt oder ob ihr einen Betonplatz wollt. Könnt ihr euch aussuchen. Also aber grundsätzlich sehr viel Platz hier zwischen den Wohnmobilen und das ist echt schön gelöst. Liegen tut er circa 15 Kilometer von London City entfernt. Ihr kommt mit den Öffentlichen da ganz gut hin, müsst ein paar Mal umsteigen, aber ja, ich sag mal so eine Stunde, Stunde 15 mit umsteigen. Ist einfach so. Ne? Dafür ist man ein bisschen außerhalb und in London selbst ja, gibt es einfach keine Möglichkeit. Das ist aber auch klar. Ja, wer London kennt, schon mal hier war, dem dürfte ziemlich klar sein, dass es da keine Möglichkeit gibt, auch nur irgendwo ein Wohnmobil abzustellen. So, also das mal vom Platz als solches. Das hat uns sehr gut gefallen. Müllentsorgung auch relativ gut gelöst, genug Platz und so weiter. Das hier hinter uns, diese Holzhäuschen, das sind die sanitären Anlagen. Ja, die haben uns ehrlich gesagt nicht gefallen. Die sind ziemlich alt, was nicht das Problem darstellt, sondern sie sind einfach sehr, sehr schmutzig. Die werden einmal am Tag geputzt, das haben wir auch gesehen. Ich glaube einfach nur die Menschen, die hier auf solche Plätze kommen, relativ häufig, die verlassen einfach die Toiletten, die Duschen und so weiter nicht so, wie man das auch zu Hause machen würde. Wir tun das ehrlich gesagt immer. Weil wir einfach auch für die anderen Menschen nichts hinterlassen wollen, was in irgendeiner Form nicht schön ist. Und eben auch aus Respekt, sage ich mal, vor den Menschen, die die Toiletten und die Anlagen sauber machen müssen. Ja. Aber offensichtlich sind wir da hier zumindest ziemlich alleine mit gewesen, denn die Toiletten waren eine Riesensauerei. Muss man ganz klar sagen. Da müssen sie vielleicht entweder öfter putzen, aber das kann man im Grunde genommen auch vom Personal nicht erwarten, dass sie einmal pro Stunde da durchgehen. Denn die Menschen einfach, ja, ich sag's mal ganz platt, solche Schweine sind und eine Toilette so verlassen, ja. Also das hat uns nicht gefallen, überhaupt nicht. Die sind noch ein bisschen chaotisch hier. Mit der Buchung und so weiter hat zwar alles ganz gut geklappt, aber vorne hier seht ihr auch, da ist die Einfahrt. Das ist ein One-Way hier. Da vorne kommt ihr rein und auf der anderen Seite, da hinten, fährt man wieder raus. Und vor der Schranke ist eben die Rezeption. Die sind ganz nett. Keine unfreundlichen Menschen, ja, aber ein bisschen chaotisch, hat uns aber auch nicht weiter gestört. Ruhig ist der Platz auch, muss man sagen, also keine größeren Geräuschkulissen, außer ab und zu mal ein paar Enten, die geflogen sind und ein, zwei Hubschrauber, die wir nachts mal gehört haben, aber da kann der Platz auch nichts für, ja. Insgesamt haben wir das Fazit gezogen, dass wir nicht nochmal herkommen wollen, weil für uns einfach sanitäre Anlagen auch sehr, sehr wichtig sind. Auch die Entsorgungsstation sehr wichtig ist und ja, das hat jetzt einen ganz klaren Abzug für uns gegeben. Ja. Ich meine, wir haben 20 Pfund für in der Nacht bezahlt. Das ist vom Preis her okay. Für London vielleicht auch okay, aber das nächste Mal werden wir tatsächlich, so wie wir es auch ursprünglich wollten, Abbey Wood buchen und einfach hoffen, dass der besser ist. Da haben wir aber diesmal nichts mehr bekommen. Also Lee Valley für uns nicht mehr und ihr müsst eben für euch entscheiden, wie wichtig euch die sanitären Anlagen sind und ja, so Wasserversorgung und diese Geschichten, das müsst ihr eben für euch entscheiden, ob ihr das wollt oder nicht. Also ich sag mal so Fazit 50-50. Na, mehr können wir da leider wirklich nicht zu sagen. Also, bis später.